Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trends in Words, wurde denn gespielt, dass wir werden heute ein wenig Regionalexpress fahren, und zwar auf der Strecke Gmünden-Aschaffenburg, beziehungsweise von Aschaffenburg nach Laufach, und das Ganze nennt sich Samstagsschaltkreis. Ich würde sagen, ich starte einfach mal. Und werden dann dieses kleine Szenario in Angriff nehmen. So, los geht's. Willkommen in Aschaffenburg. Wegen Gleisarbeiten bei Heigenbrücken fahren Fahrgastzüge nur bis Laufach. So, da steht unser Zug. So, dann werden wir dort erstmal hingehen, würde ich sagen. So, schön gemütlich, wir haben es nicht eilig. Ist übrigens gut was los hier an einem Samstag an diesem Bahnhof. Alles Regionalexpress, da hinten steht sogar ein IC, seht ihr das? Die Lok da vorne, wunderschön. Passt sich gut ein in den Rahmen, wunderschön. So, aber wir müssen trotzdem hier unseren Auftrag erledigen. So, hier die Treppe runter. Hinein in die Lok, in unser Arbeitsgerät. So, Tür auf. Stufen hinaufsteigen. Tür zu und wir sollen die Batterie starten. Das werden wir natürlich tun. So, 5 Sekunden. Könnt gerne mitzählen. So, dann sollen wir uns auf unseren Sitz setzen. Stellen Sie den Hauptschalter auf neutral, aber natürlich. So, werden erstmal die Bremsen aufgeladen. Vorne fährt ein Güterzug mit Doppelbespannung. Im Sandwich, wunderschön. So, ihr seht das übrigens hier, wie sich die Bremsen aufladen. Das dauert immer einen kleinen Moment. Dürfte jetzt aber gleich soweit sein. So, ich denke mal, bis 9 wird das laufen. Bis 9 Bar. Das war's. Stellen Sie den Hauptschalter auf voraus. Zugbremse auf volle Leistung. So. Stromabnehmer am Hauptschalter müssen natürlich eingeschaltet werden. Türen entriegeln. Nee, das war jetzt falsch. Genau, hier ist das ja anders. Jetzt passt es. So, Scheinwische sind wieder aus. Stimmt, hier ist es ja. Sind die jetzt aus oder nicht? Herrgott. Aus. So. Wir machen hier aber noch ein wenig Licht, würde ich sagen. Fahrgastraum.
Spitzensignale, machen wir mal auf reduziert. Hauptinstrumentenbeleuchtung ein. So, ja. Kabinenlichter ein. So. Das passt soweit. Sieht es draußen aus? Wunderbar, die leuchten auch sehr gut. Dann können wir ja gleich loslegen. So, wir verriegeln die Türen. Und dann sollten wir gleich abfahren dürfen, würde ich sagen. Lösen Sie die Bremsen und fahren Sie los, wenn Sie bereit sind. So, Bremsen sind gelöst. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Ach, die Bremse, genau. Und auf geht's. Erste Station, Hößbach. Aber eins gefällt mir überhaupt noch nicht. Überhaupt noch nicht. Erstmal bin ich viel zu schnell. Und warum haben wir hinten keine Schlussleuchten? Das ist doch mies. So, nach Lorfach fahren wir. Aber wie mache ich das jetzt mit den Schlussleuchten? Kann mir das jemand sagen? Das wäre doch jetzt mal eine Idee. Egal. Warnsignale. Zugschusssignal. So, erstmal aufschalten. Schauen wir mal, ob wir es jetzt hingekriegt haben. Nee. Leider nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Da muss ich gleich im ersten Bahnhof doch mal umsteigen. In den Steuerwagen wahrscheinlich. Da die Lichter anmachen.
Dann machen wir das gleich in Wiesbach mal eben. Wenn ich jetzt aktuell nichts dran ändern. So, wir dürfen 160. Hier gibt es auch keine Möglichkeit, das jetzt irgendwie von hier aus zu regeln. Wüsste ich jetzt nicht. So, wir bleiben aber bei 140. Weil die ja eh jetzt gleich vorgeschrieben werden. Anderthalb Kilometer noch bis zum ersten Stopp und dann werden wir mal ganz schnell in den Steierwagen laufen. Und wir auch dort die Schlusslichter angekommen. Und jetzt muss ich mal ein bisschen in die Bremse hauen hier. So, 40. Haben wir gerade so geschafft. Da vorne schon unser Ziel. Und deswegen auch die 40, weil wir aufs Gleis, aufs andere Gleis wechseln. So, ich werde mal versuchen, hier einigermaßen korrekt in der Markierung zu halten. Wenn mir das gelingt, ist eine andere Frage. So, ich denke, das geht in Ordnung. So, rechts entriegeln und ab die Post. Wie heißt es so schön? Volles Lauf. Warum steigst du hier aus? Zurück. Andere Seite bitte. Der Schalter, den machen wir jetzt mal auf Spitzen. Nicht Spitzensignale, sondern Hecklichter. So, weiter geht's. Tür zu.
Türen verriegeln, kommt sofort. Geht hier nicht. Geht nur in der Lok. So. Hinsetzen. Türen schließen. Dabei können wir schon mal die Bremsen lösen. So, auf geht's. Nächste Station, Lauffach. So, und jetzt dürften wir auch hinten unser Schlusslicht anhaben. Das gibt's doch gar nicht, oder? Sorry, aber da bin ich mit meinem Latein am Ende. So, 120. Wir sind jetzt auch gleich schon da. Das heißt, wir werden hier mal Tempo wegnehmen. So, gleich ist 60. Und damit wären wir dann auch schon im Lauffach unserer heutigen Endstation.
da steht der Güterzug-Sandwich von vorhin, der es überholt hat in Aschaffenburg. So, wir öffnen die Türen. So, das Ganze wird jetzt relativ fix gehen. So, und damit endet dieses Szenario und auch dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind noch gar nicht fertig. Stellen Sie die Zugbremse auf Lösen. Und Hauptschalter auf Aus. So, ich glaube, jetzt ist aber Schluss, oder? Begeben Sie sich zum anderen Ende und schalten Sie die Batterien. Ach, wir sind noch gar nicht fertig, so wie es sich anhört. Das ist doch wunderbar. Dann werden wir hier mal aus dem Zug gehen. Feuer was anderes. Feuer was anderes. Hier werden wir ganz schnell mal irgendwas machen. Ich habe nämlich mal kurz was vor. Wenn das hier ist, wenn das hier geht, wo ist dieser Schrank, dieser. Da ist er. So, und zwar werden wir Wagenbeleuchtung. Das denn jetzt? Das ging doch hier, oder nicht? Müssen wir gleich machen. Laufen wir erstmal zu unserem Arbeitsplatz. Sit in Driver's Seat. Schalten Sie die Batterie ein. Natürlich, ohne Batterie geht's nicht. Nein, jetzt werden wir erstmal wieder zu diesem Schrank laufen. Immer noch nicht. Bremsschlüssel an.
So, jetzt müsste es doch eigentlich gehen, oder? Naja, ist mir auch egal. Dann halt nicht. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, wie ich das hinkriege. Aber ich weiß es leider aktuell nicht. So, auf geht's. Na, 12:54 werden wir, glaube ich, nicht mehr erreichen, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Was mich viel mehr wundert, warum kriegen wir das Licht nicht an? Muss ich nicht verstehen. Ist das ein Bug? Ist das ein Bug? Das ist wahrscheinlich ein Bug. Kriege in diesem Steuerwagen keine Lichter hin. Ich weiß es nicht. Ob das ein Fehler ist, ob das ein Bug ist. Ich habe leider keine Ahnung. So, sind dann jetzt gleich in Hösbach. Das heißt, wir können hier schon mal anfangen zu bremsen. Vielleicht muss ich auch gleich die Batterie einfach nochmal neu einschalten. Ich weiß es nicht.
Oder es ist wirklich einfach ein Fehler im Spiel, im Simulator selbst. Ich kann es euch nicht sagen. Wir fahren wir jetzt ohne Spitzensignal. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. So, wir öffnen auf jeden Fall erstmal die Türen und dann schauen wir mal, was überhaupt Sache ist. Ich kann es euch leider überhaupt nicht sagen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja, fahren wir weiter. Es bringt ja jetzt auch nichts. Ah, jetzt leuchtet's. Jetzt leuchtet's. Komisch, komisch. Naja, auf geht's Richtung Aschaffenburg. Wunderschön, so soll es sein. So wollte ich das doch die ganze Zeit haben. Funktioniert doch. Aber die Batterie zurückgesetzt und wieder eingeschaltet. Das ist alles toppi. Wunderschön. So, da fährt er weg, der Regionalexpress. Nächster Ort, Aschaffenburg. So. Aber ich kriege immer noch kein Kabinenlicht. Naja. So dunkel ist es auch noch nicht. Komisch. So, gleich ist 160 angesagt. Wie gesagt, wir hängen der Zeit etwas hinterher, aber das kommt natürlich dadurch, dass ich gerade richtig viel rumprobiert habe, um zumindest die Spitzensignale wieder ans Leuchten zu bekommen. Und das ist jetzt natürlich mit in der Zeit drin, aber wir können hier nicht ohne Spitzenlicht durch die Gegend fahren. Das funktioniert nicht.
So, noch zweieinhalb. Dann haben wir unseren Startbahnhof erreicht. Na schön. Na zehn. Bin gespannt, ob die IC-Lok da gleich noch steht. So, 60. So, da wären wir schon wieder in Aschaffenburg. Zu schnell geht das. Na, ich meine, da hinten rechts zu erkennen, dass da noch eine IC-Lok steht. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Vielleicht habt ihr sie ja erkannt. Ja, sie steht da noch. Sie steht da noch. Wunderschön. So, dann wollen wir hier mal ganz hart bremsen, weil gegen den Prellbock fahren möchte ich dann doch nicht. So, wunderschön. Wir entriegeln die Türen. Sind ein wenig zu spät, aber das macht ja nichts. Sind ja bloß 2 Minuten. So, das dürfte es dann aber endgültig gewesen sein. Jetzt würde ich mal sagen, es sei denn, wir müssen den Zug noch abrüsten. So, Ziel erfüllt. Stellen Sie die Richtungswende auf aus. Na, geht doch. Abrüsten sollen wir dann auch noch. Aus. Steigen Sie aus dem Zug, um diese Aufgabe zu erfüllen. Gut, das werden wir tun. Wunderschön, wunderschön. Ein süßer kleiner Doster. Also nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier hin. Werde ich das Ganze mal so machen. So, das war's mit dem Szenario und auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wie, ich habe nur Silber bekommen. Naja, besser als nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Habt noch einen schönen Rest Ostermontag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Danny Spieters. Bye, bye.